Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Haul von mir. Ich habe ein USA-Haul for you. Ich war ja in Amerika und deswegen mache ich einen Haul. Ich zeige euch jetzt nicht alle Sachen, sondern nur die, die ich jetzt besonders schön finde, weil vieles habe ich auch schon wieder weggepackt und habe einfach vergessen, was ich da gekauft habe. Und ich kann euch gleich sagen, ich habe nicht viel Schminke gekauft, weil in Amerika gibt es so viel Schminke, dass ich mich überhaupt nicht entscheiden konnte. Und da habe ich gedacht, hey, ich habe so viel Schminkscheiß zu Hause und nur weil ich jetzt in Amerika bin, muss ich ja nicht übertreiben. Ich fange mit den Schminksachen an, weil das die meisten wohl eher interessiert. Danach zeige ich euch mein Michael Kors Haul. Weil so die anderen Klamotten zeige ich euch nicht. Ich habe mir jetzt eine Hose bei Tommy Hilfiger gekauft und ein T-Shirt und so. Aber ich habe mir halt irgendwie voll viele Michael Kors Sachen geholt. Ich fange mit der Schminke oder mit dem Beauty-Zeugs. Ich habe mir zweimal EOS Handlotion geholt. Das ist ja neu. Und da ist einmal Berry Blossom und Fresh Flowers. Und ich habe es auch noch nicht ausprobiert, weil ich habe 1.100.000 Handcremes. Und jetzt weiß ich gar nicht, warum ich mir die gekauft habe. Es war einfach nur so, oh, es ist von Eros, ich muss es haben. Ich mag ja diese Lip Balms nicht mal. Lip Balms mag ich ja auch nicht. Und das weiß ich nicht, ob ich es mag. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich die beiden einfach zur Seite lege und dann für euch verlosen werde, wenn mal wieder Verlosungstime ist. Dann, ja, dann freut ihr euch bestimmt. Dann habe ich mir geholt von Julie Radiant, von Arm & Hammer. Julie Radiant Whitening Booster. Das ist so eine Zahnpasta für Whitening. In Amerika ist es ja so, dass irgendwie fast alle Zahnpasten so einen Whitening-Effekt haben. Deswegen haben die auch alle so einen American Smile. Ich war immer total neidisch, wenn die alle so gelacht haben und so übelst krass weißen Zähne hatten. Und da habe ich gedacht so, boah, krass. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht gut ist für die Zähne, aber die benutzen das da auch alle. Und die haben alle so weiße Zähne. Und da bin ich voll neidisch. Und deswegen habe ich mir das geholt, ja. Und dann habe ich mir noch eins von 3D Crest Bright, auch so ein Whitening Boosting Zahnpastink. Ich weiß nicht, ob meine Zähne schon ein bisschen weißer geworden sind. Ich habe das Gefühl schon. Na, keine Ahnung, welches ist auch der Lippenstift. Dann habe ich hier die Verpackung für euch. L'Oréal Paris Summer Lights Hair Lightening Gelee. Da dieses Innenleben ist schon im Gebrauch, in meinem Bart. Ich habe es jetzt einmal verwendet. Ja, also ich finde, dass mein Blond irgendwie krasser geworden ist. Aber ich habe es erst einmal verwendet und ich glaube, man soll nach 3 bis 4 Mal was sehen. Das ist so ein Gelee, das macht man sich in die trockenen Haare und dann föhnt man die. Und das macht die Haare ganz, 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 ganz doll trocken. Also ich werde mir auf jeden Fall gleich erstmal noch eine Haarkur reinhauen. Deswegen sehen meine Haare auch so komisch aus, weil ich habe das gerade eben benutzt. Aber hier oben weiß ich nicht, was da so passiert ist. Ja, keine Ahnung. Gibt es sowas in Deutschland? Also ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Es macht die Haare echt, echt, echt trocken. Dann habe ich schon fast vorbei mit Beauty. Mir von Wet n Wild den Mega Length Mascara geholt. Und ich hätte das immer doof in Amerika, dass immer alles so verpackt, dass es keinen Tester gibt. Und deswegen habe ich hier einfach auf gut Glück genommen. Und der hier hat eine schöne kleine Gummibürste. Da. Wenn man das erkennen kann, das ist so eine ganz kleine, schmale, dünne Gummibürste und den fände ich echt gut, weil man den auch richtig gut für die unteren Wimpern benutzen kann. Und dann habe ich mir von Wet n Wild den Maximal Volume Plus Mascara geholt. Habe ich, sage ich schon wieder, der Mascara. Die Mascara. Das Mascara. Die Wimperntusche geholt. Ja, und die ist auch sehr, 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 sehr gut. Die macht echt schöne Wimpern. Die hat auch so ein Gummibürstchen. Sieht man das? Ja. Fand ich cool. Ich wollte mir eigentlich noch mehr Mascaras kaufen. Aber es war so eine Reizüberflutung. Es gab einfach
so viel Schminke. Kennt ihr das? Die ganzen Regale waren voll. Die waren so voller Schminke und alles so auf Englisch. Und dann hatte ich einfach irgendwann gar keinen Bock mehr. Ich habe mir auch noch Süßigkeiten und so geholt oder was von meinem Freund. Aber das zeige ich euch jetzt nicht. Ich zeige euch für mich die wichtigen Dinge. Dann habe ich mir ein Maybelline Color Tattoo geholt. In der Farbe 90 Vintage Plum. Das ist ein matter Tattoo in so einer dunklen Pflaumenfarbe. Ich weiß nicht, warum immer alle so auf diese matten Color-Tattoos abfahren. Ich finde die immer eher so... Ich weiß nicht, ich habe ja jetzt hier den Glitzer drauf. So Silberglitzer. Ich finde, das macht mehr für meine Augen. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Matt so anfangen soll. Das ist dann irgendwie immer so... Platsch. So, weißt du, was ich meine? Keine Ahnung. Ja, manchmal mache ich ihn drauf für die Arbeit, aber der ist auch so einer, der sich bei mir in der Lidfalte absetzt. Also, weiß nicht. Und dann habe ich mir von Wet n Wild geholt einen Balm Stan Moisturizing Lip Color Mega Slicks in der Farbe Made You Pink. Der ist so pink, so Beere, so... So sieht der aus. Und der ist richtig, 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 richtig schön cremig. Und die finde ich echt cool. Das, achso, jetzt kommt natürlich das Wichtigste. Ich habe mir 3 MAC-Lippenstifte geholt. Habe schon mal erwähnt, dass ich MAC-Lippenstifte über alles liebe. Ich glaube, ich liebe die jetzt so sehr, dass ich sie richtig doll liebe. So richtig, richtig toll. Das sind die geilsten Lippenstifte ever. Ich verstehe den Hype. Ich glaube, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, mir nur noch Leck-Lippenstifte zu holen. MAC-Lippenstifte zu holen, weil die sind so, 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 so gut und die halten so, 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 so lange. Und zwar habe ich mir geholt Girl About Town. Der sieht so aus und zufälligerweise sieht der genauso aus wie der Lippenstift, den ich drauf habe, weil... Das genau der Lippenstift ist. Da, guckt. Und der hält schon so lange. Den habe ich schon so lange drauf. Und der ist immer noch drauf. Ich liebe MAC-Lippenstifte. Über alles. Ja, dann habe ich mir den Giddy geholt. Giddy heißt der. Das ist so ein Rosenholz mit Schimmer. So sieht der aus. Also so. Sieht der nicht hübsch aus? Sehr, 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 sehr hübsche Farbe. Und dann habe ich mir, ich wollte mir eigentlich noch mehr holen, aber ich habe halt immer nur so die pinken angeguckt. Please Me. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist mein Liebling. Ich liebe den so, 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 so doll. Der hält so lange und der sieht so toll aus. Das ist eigentlich genau dieselbe Farbe wie der Giddy. Nur, dass der hier matt ist. Oh mein Gott, ich hätte niemals gedacht, dass ich einen matten Lippenstift liebe. Yes. So geil. Der ist auch schon dunkler als der Giddy. Oh Gott, der sieht so toll aus auf den Lippen und der hält die ganze Zeit. Die ganze Zeit. 1000 Kussis an MAC-Lippenstifte. Ich bin schon wieder behindert. So, jetzt zeige ich euch meine Michael Kors Sachen, die ich mir geholt habe, weil ich bin immer noch so ein Michael Kors Freak und in Amerika kann ich es mir halt leisten. In Deutschland kann ich mir keine Michael Kors Sachen leisten. Never ever. Und da gibt es die, zum Beispiel, da gibt es ja nicht TK Maxx, sondern TJ Maxx. Und da gibt es auch Michael Kors Sachen und deswegen kann ich mir das da relativ gut leisten. Dann habe ich hier nämlich so einen Gürtel von Michael Kors. Den hat mir aber meine Tante geschenkt. Der ist so ganz dünn und hat so ein Michael Kors Logo und so eine goldene Schnalle. Und der ist wunder, 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 wunderschön. Was habe ich noch? Dann habe ich mir ein Oberteil gekauft von Michael Kors. Das hat $25 gekostet. Das ist jetzt nicht so der Knaller. Aber das ist einfach mal von Michael Kors und deswegen macht das mir schon. Das hat nämlich hier so eine Reißverschlüsse und da steht Michael Kors drauf. Und ja, das fand ich eigentlich ganz cool, weil ich habe kein rotes Oberteil. Deswegen wollte ich mal was Rotes. Und das kann man ja auch mit einer weißen Leggings anziehen. Und dann ist man auch schon angezogen. Und dann habe ich mir geholt noch so ein normales T-Shirt von Michael Kors mit diesem Logo. Es hat auch $25 gekostet, was ich echt irgendwie günstig fand. Und es ist ein ganz normales weißes T-Shirt, hat aber einen sehr, 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 sehr schönen Stoff. Also ich glaube, das ist Viskose.
Und ja, da hat man dieses goldene Ding und dann sieht es voll schön aus. Ja, das habe ich mir geholt von Michael Lee. Dann habe ich mir eine Tasche geholt, in die ich mich mega, mega, mega doll verliebt habe. Aber jetzt, wo ich zu Hause bin, finde ich sie jetzt irgendwie nicht mehr so schön. Scheiße. Ich habe schon überlegt, was machst du denn jetzt mit der Tasche? Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt so übelst reich wäre, dann würde ich sie natürlich an euch verlosen. Aber die hat echt irgendwie Schweinegeld gekostet. Also für mich, also die hat $100 gekostet, was viel ist, aber für eine Michael Kors Tasche halt nicht so viel. Und die sieht halt so aus. Und sie ist schön und sie ist rosa und ja, sie sieht von innen, sieht sie so aus. Richtig, richtig schön. Und dann hat die hier so einen Henkel, so einen langen. In Gold und dann kann man die hier so ummachen. Sie sieht echt schön aus, aber irgendwie finde ich nicht das passende Outfit, weil sie schon so ein bisschen eleganter ist. Achso, und dann, hier seht ihr das, dann kann man das noch so machen und dann ist es nur so eine kleine Tasche. Und sie ist schön, aber irgendwie habe ich sie noch nicht benutzt, weil ich noch nicht so richtig weiß. Also irgendwie ist es zu Tussi-mäßig. Ich weiß es nicht, aber wenn ich... Ich lieb's, ich habe mich so in die verliebt. Ich war so, so happy. Und jetzt denke ich mir so, zu was ziehst du die denn an? Weiß nicht. Aber hübsch ist sie. Dann habe ich mir noch eine richtig, richtig geile Tasche gekauft. Ich glaube, $120 hat die gekostet. Und oh Gott, ich bin so verliebt in diese Tasche. Ich würde sie am liebsten die ganze Zeit benutzen, aber auf Arbeit mache ich es nicht. Und zwar ist das die... Wie schön ist denn die? Ist sie nicht schön? Ja, Michael Kors. Und die hat so eine schöne Farbe und die ist auch was für den Herbst. Und die ist aber irgendwie auch was für den Sommer. Und oh Gott, ist sie schön. Ich liebe sie. Love you. Ich würde aber sogar mit dir schlafen, wenn ich könnte. Ja, und von innen sieht oh, sie halt auch so schön geräumig. So sieht die aus von innen. Das Einzige, was ich doof finde, dass sie keinen Reißverschluss hat. Dass man sie halt nur... Oh, ist das bescheuert, ey. Ich bin echt schlecht in sowas. Dass man sie halt nur... Oh, ich schlag mich die ganze Zeit mit der Michael Kors. Gleich habe ich mich erwürgt hier vor der Kamera. So, dass man die halt nur so zuklemmen kann. Das finde ich natürlich ein bisschen doof, aber... Ich liebe sie so sehr. So, und das letzte Teil, was ich euch zeige. Das ist schon echt krass. Also ich war echt so, oh, es ist so ein bisschen Oma-mäßig. Wie zieht man das an? Wie kombiniert man das? Kann ich es zusammen mit meiner Tasche tragen oder ist es too much? Da müsst ihr mir jetzt mal helfen. Und zwar sind das diese Schuhe. Ja, ich liebe Turnschuhe über alles. Guck mal, wie die von unten aussehen. Geil, oder? Wenn man dann so im Schnee läuft oder im Matsch, da macht man erstmal so ein Michael Kors Logo. Weiß gleich jeder Bescheid, da kommt die verrückte Lena. Ja, und die sehen halt so aus. Könnte ich sie mit meiner Tasche tragen? Eher nicht, ne? Müsst ihr mir mal helfen? Ich weiß nicht. Sehen die zu Oma-mäßig aus? Also sind ja Michael Kors. Also ich finde sie geil, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich sie kombinieren kann. Und die haben $60 gekostet, waren nämlich runtergesetzt. Und da habe ich gedacht, ich sagte zu meiner Tante, soll ich sie nehmen? Und sie dann so, fragst du mich gerade wirklich? Dein Ernst? Ich so, ja. Die dann so, ey, die sind für dich gemacht. Ja, das sind sie auf jeden Fall. Ich hatte sie noch nicht an, weil ich nicht weiß, wie. Vielleicht ziehe ich sie heute an. Aber mit der Tasche ist zu viel, ne? Mal was sagen. Sag mal was zu den Schuhen. Also, ich finde sie so hübsch. Ja. So, meine Süßen. Das war mein Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch wirklich nur die wesentlichen Sachen gezeigt. Die Kleinigkeiten und die paar T-Shirts, die ich mir extra geholt habe, die nicht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass wir uns ganz, 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 ganz schnell wiedersehen. Bis bald, meine Süßen. Tschüssi.